So, und damit Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge. Haben Sie hier wieder auf ÖPNV-Simulation. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, der Bio. Und ja, Leute, es ist soweit. Wir sind mal wieder in Rheinhausen unterwegs. Denn es gibt hier noch mehr zu sehen als so das, was wir aktuell gesehen haben. Und zwar gibt es hier Überlandstraßen und Überlandstrecken, Überlandlinien, wie ihr das nennen wollt. Und das möchte ich mir heute mal anschauen. Und ja, wir schauen das Ganze uns heute mal mit dem Neoplan an. Na, wir sehen es, wir sehen es. Ja. Das ist ein sehr hübscher Bus auf jeden Fall. Den kann man sich natürlich wieder downloaden, das Ganze. Ich glaube, ich habe das gesehen bei der Facebook-Seite von Projekt Gladbeck. Da konnte man sich das den Download-Link besorgen und sich diesen hübschen Bus downloaden. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht... geht das jetzt? Ich guck gerade mal nach. Ey, irgendwie macht er gerade... Ah, jetzt. Das ist der Neoplan N4416ZF. Also das ist unser Vehikel heute, welches wir hier fahren werden. Und ja, wir können uns das Ganze mal anschauen. Also ich fand, wo ich die Bilder das erste Mal gesehen habe, doch echt hübsch. Das sieht echt gut aus. Das ist wieder das absolute Pavia-Niveau. Ich finde sowieso, die Fahrzeuge teilweise, die sehen echt, echt gut aus. Da kann sich manch ein Add-on-Hersteller, der hier die Busse erstellt, sich wirklich mal eine Scheibe abschneiden und vielleicht auch mal ein bisschen überlegen, vielleicht seine Bus-Add-ons nicht ganz so teuer zu machen. Nur mal so als kleine Randinfo. Aber ich muss sagen, also die Busse, die ähneln halt wirklich schon einer sehr, sehr guten Qualität halt. Also da muss man mal wieder sagen, also das sieht echt hübsch aus. Ich selbst kenne den Bus natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob er so in der Realität halt aussieht. Aber das, was man hier auf jeden Fall sieht, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und ja, wir haben mit einem Grafsreisen Repaint drauf. Und von daher, Lobbe, ist soweit alles gesagt. Aber ich merke gerade, es fehlt wieder was. Und zwar, jetzt ist es wieder da. Mein Track IR. Das war nämlich gerade nicht da. Ich werde es mal ganz kurz mal zentrieren. Wartet. Nein, das war die falsche Taste. So. Jetzt ist wieder zentriert, das Ganze, und ja, somit können wir das Ganze jetzt hier mal anschalten. Ich weiß gar nicht, wir brauchen ja noch eine Linie. Der Link war in unserem Discord, Raum 1, mein alter Schulbus. Ah, okay. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Hier Wickenberg nach Gellenberg ist das. Und zwar 19.23 Uhr ist Abfahrt. So, wo haben wir jetzt unseren Busfahrplan hier? Ist der hier irgendwo? So. 31 nach Gellenberg. So, also. So, und Route. Nee, das ist Route. Wir stehen ja in Wickenberg, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Nach Gellenberg, genau. Das passt. So. Oh, diese Töne wieder. Ey, die habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Warte. Schmeiß an die Möhre. Ist passiert. So, wenn wir mal die Zeit vorspringen. 23 hätte ich gesagt, ne? Machen wir auf 22. Und dann, sobald er die AI fertig geladen hat, geht es dann auch endlich los. Ja, das ist immer ein bisschen schön. Ihr seht es natürlich nicht, weil ich das Ganze über Gameplay aufnehme. Somit habt ihr diese ganzen Menüs oder sowas, seht ihr das nicht? Ich finde halt die Desktop-Aufnahme, ja, die lackt immer so ein bisschen. So, haben wir das jetzt? 19.22 Uhr, es will keiner einsteigen. Pech, los geht's.
Der Sound von dem Bus. Nächste Haltestelle im Eckerfeld. Oh, wie lange habe ich diesen Sound schon nicht mehr gehört, ey. Achso, das ist Kreisverkehr. Hallo. 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 Ciao. Das ist eine coole Kameraposition, wa? Nächste Haltestelle. Alte Erinnerungen werden wach, schreibt der Fasus und ganz viele Herzchen. Ja, ist ein alter Schulbus und ja, das ist natürlich immer eine großartige Sache, ne? Also wenn man denn so diese Busse denn in Omsi denn tatsächlich wiederfindet, ja, und vielleicht denn sich auch genauso anhören, genauso aussehen, halt wie man sie in früheren Erinnerungen hat, dann ist das alter Nostalgie pur, wirklich, ohne Ende. Also das ist schon, das ist mit zum Beispiel sehr, sehr prägend halt für diese Simulation. Also man hofft ja unbedingt, dass auch das Ganze irgendwann mal, ja, so in Lotus wiederzufinden ist, diese ganze Thematik halt, dass man jetzt wirklich alle Busse jetzt, die man jetzt in Omni zum Beispiel sieht, jetzt eventuell auch in Lotus erscheint. Ah, das glaube ich nicht, aber ich hoffe trotzdem auf einen Großteil. Er hat einen dicken Po auf jeden Fall. Sieht so aus, als ob da echt ein Asteroid auf die Erde knallt, da, mit dem Mond. Ich hoffe auf mehr Busse. Ah, dann muss man gucken, wie die Community halt mitmacht. Vielleicht ist ja dann der Boom da, dass denn Lotus richtig abgeht, denn sobald Busse da sind. Tag. Hallo. Es ist ja bei vielen, viele wollen halt nichts mit Straßenbahn so zu tun haben, aber hätten dann lieber gern mehr Bus und so, ja. Und vielleicht kommt dann endlich der gewünschte Umschwung. Was ist denn jetzt nun hier? Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Bock, 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 höre ich immer nur. Jeden Tag höre ich immer bock, 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 bock. Nicht zu glauben.
Nächste Haltestelle, Oberstadt. Ja, natürlich, das Spiel, ne, Lotus wird sich auch noch weiterentwickeln. Das wird halt aber seine Jahre dauern, glaube ich. Abend. Guten Abend. Hallo. Die Wirkung von der Hitze. Meins ist Bock, Bock, ja. Unser Hütchen hinten drin. Links hat er jetzt gesagt, ne? Ja. Oh Gott. Leg dich nicht mit einem Bio an, verstehst du? So einfach. Das ist jetzt zum Beispiel das mit dem Umgucken, ja. Ich kann mich halt deutlich schneller umgucken und kann das halt dementsprechend viel, viel schneller einschätzen, wie ich, wo ich durchkomme und alles sowas. Das war früher mit den Tasten nicht möglich gewesen, weil du kriegst gar nicht so diese Winkel so hin, wie du manchmal so gucken willst. Seitdem du benutzt die Maus halt, aber das stelle ich mir halt echt mega kompliziert vor, wenn du das Ganze mit dem Lenkrad fährst und dann mit der Maus irgendwie die Sicht steuern musst oder sowas. Also finde ich persönlich, da war mir das halt mit den Tasten zum Umgucken halt doch schon deutlich besser, aber das sind halt diese festen Kamerapositionen. Und jetzt habe ich wirklich jetzt, ne, kann ich ganz leicht so in diese Kurve reingucken und sowas kann mir halt einfach so diese Tastenkombination nicht geben. Und mit der Maus ist es mir einfach viel zu weit weg, wenn ich hier mit dem Lenkrad dann fahre, muss mich dann sowieso schon auf das Linken konzentrieren, mich dann noch währenddessen mit der Maus dann zum Umgucken bewegen, um Gottes Willen, nee. Also das funktioniert tatsächlich mit dem Tracker R wirklich, wirklich gut. Wie gesagt, diese Aussetzer, ich finde auch die Performance ist nicht deutlich schlechter geworden, seitdem ich Tracker R benutze. Also so ist jetzt so mein Empfinden jetzt von den letzten Folgen, die ich jetzt mit TrackIR aufgenommen habe. Also da ist mir jetzt so in dem Sinne jetzt halt nichts aufgefallen halt, dass es jetzt deutlich schlechter läuft. Diese Nachladehänger hier, die habe ich eigentlich immer. Also von daher muss ich sagen, eigentlich eine coole Sache. Das Ganze mit dem Tracker, ja. Guten Tag. Hallo.
Und wieder rot, ja. Pass auf dein Hühnchen auf. Bio wurde gescannt. Du bist eine Haltestelle hinterher mit dem Ibis. Ah, okay. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr, zur S-Bahn und zur Stadtbahn. Guten Tag, hallo. Guten Tag, ja, hallo, hallo, ja. Aber fährt sich recht angenehm, der Bus, also das muss man mal lassen. Was geht denn so? So, wir haben schon wieder Verfrühung, das gibt's nicht. So, will noch jemand mit? Nö. Das wieder aus. Ja, danke, danke. Freue ich mich schon drauf. So. Guten Tag. Guten Tag. Was ist das hier jetzt? Ein Spiel ist ein realer Fahrplan, den habe ich nicht gemacht. Achso, okay. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Basis, hattest du nicht gesagt gehabt, das ist eine Überlandstrecke? Also ich weiß nicht, was jetzt ein Überland ist. Hallo. Hallo. Da stehen doch Bäume. Achso, es kommt noch. Achso, okay. Ja, es ist Twitch, aber ich dachte mir, ich probiere heute mal was und von daher, ja, ist es jetzt mal so. Wir nehmen jetzt nämlich gerade mal die Let's Play von Twitch auf, weil ich keine Lust heute hatte, irgendwas zu streamen groß. Ich aber irgendwas streamen wollte und ja, jetzt einfach die Let's Play Folgen dementsprechend jetzt für nächste Woche schon aufnehme. Somit schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe, hab die Let's Play Folgen und habe heute gestreamt. Weil morgen ist wieder Formel 1, morgen habe ich keine Zeit.
Wir haben grün. Hallo. Wunderschön. Wenn du die Kommentare vorliest, dann kann ich sie aber antworten. Dann hätten wir sogar drei Fliegen mit einer Klappe. Man muss praktisch denken, praktisch. Der arrogante Mercedes-Fahrer gewinnt doch eh. Wer ist denn der arrogante Mercedes-Fahrer? Ach so, Hamilton. Ah, nee. Vettel ist Zweiter und Leclerc ist, oder Leclerc, ich hasse Französisch, ist wohl erst und Hamilton Dritter. Bin ich mal gespannt, vielleicht haben sie es jetzt auch nur so aussehen lassen, dass halt wieder ein bisschen spannender wird. Aber freue ich mich drauf. Vielleicht hat sich ja nach der Sommerpause was getan, das wäre ja mal was. Aber letztens Formel 1 mit Track AR getestet. Hallo. Funktioniert auch ganz gut. Musste erstmal alle Spiele installieren, die so Track AR unterstützen. Und ja. Ja, es bringt mir nichts. Man muss es ja auch lesen. Du musst mir das schon irgendwie zukommen lassen hier, so als Ton oder sowas, damit ich das Ganze mir anhören kann. Oder vielleicht mal so in die Kommentare lesen, wenn ich denn zum Beispiel an der Haltestelle ist. Also, das können wir auch machen. Ja, das ist doch eine gute Idee gewesen. Als ein Ohrflüsterer. Nicht der Pferdeflüsterer, sondern der Ohrflüsterer. Wie soll ich jetzt fahren? Jetzt hier einfach rein oder was? Rechts. Jetzt hier auch schon alle Linien wieder, wa?
Hallo. 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 Ja, einen wunderschönen. Ja, manchmal wäre schon von Vorteil. So, jetzt haben wir hier, was war jetzt, was hat er geschrieben? Dann wieder links, wahrscheinlich. Aber Bio hat wenigstens eine Leitstelle während der Fahrt und steht nicht dumm da. Ja, so, was haben wir jetzt hier? 31, directly links. Nächste Haltestelle, Juliansberg. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Das war falsch, oder? Siehst du, Juliansberg Süd. Okay. Nächste Haltestelle, Juliansberg Süd. Autobahn fahren, ja, ist ja traumhaft.
Gibt den ersten Überlandteil. Navi hat jetzt leider wahrscheinlich ein bisschen die eine Haltestelle wahrscheinlich ausgelassen haben. Ja, haben wir jetzt hier ein Plus drin, ne? Ah ja. Ist Ibis Pass, meinst du? Dann habe ich Verfrühungen oder wie? Dann kriege ich aber auf jeden Fall immer mehr Minusminuten. Sag ich ja, der Fahrplan, der ist. Findito! Dann wieder links, ja. Penner, weißt du? Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber das musste mal gesagt werden hier. Nächste Haltestelle, Mürkenweg.
Ja, so lange Aufnahmen ist dann immer so ein bisschen. Teilweise echt ein bisschen anstrengend. Das sind immer so ein bisschen wie die Leitstellenfahrt. Die können auch extrem anstrengend sein. Nächste Haltestelle, Mombacher Straße. Ich fahr zügig, ich fahr nicht schlecht, ich fahr zügig. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Was eine Überlandstrecke. Ach ja. Ja, aber zum Beispiel so ein Stück, das kann ich auch noch nicht, ja. Das ist wohl wahr, ja. Das ist eigentlich alles drinne. Nächste Haltestelle, Naturbad Seeburg. Nur am Meckern, sagt er. Ja, das kann ich doch am besten, weißt du doch. Deswegen habt ihr mich doch alle abonniert, weil ich immer so schön hier ausflippen kann. Entschuldigung, es war jetzt Schluck auf. Wusste nicht, dass ihr das jetzt auch so mitbekommt. Abwärtsbewegung. Schluck auf, ja. Oh.
müde, ey. Was ist denn jetzt los? Weil gerade so mein Tiefpunkt wahrscheinlich erreicht oder sowas, keine Ahnung. Voll abgesackt. Was schreit mir nach einer Raucherpause? So in etwa. Du hast es erfasst, Phasus. Aber vielleicht auch mal noch einen Kaffee oder sowas. Endhaltestelle, ja, für uns aber nicht, weil das Ganze ja hier nun mit dem Fahrplan ja nicht funktioniert hat. Leider haben wir ja diese eine Haltestelle versehentlich vergessen einzusammeln, aber naja, auf jeden Fall muss ich sagen, doch, eine sehr entspannte Linie eigentlich, die 31. Hätte man sich vielleicht mal im Livestream doch mal ein bisschen öfter angucken sollen, ne? Wir haben ja immer nur diese Stadtstrecke, sind wir nur rauf und runter gefahren, aber die Linie 31 ist abwechslungsreich wie eh und je. Also das finde ich doch manchmal so verkehrt. Der Bus auch, der hat auf jeden Fall einen sehr netten Eindruck gemacht. Soundtechnisch muss ich sagen, doch, auf jeden Fall. Der hört sich sehr, sehr angenehm an. Das Fahrfeeling halt auch super. Also auf jeden Fall absolut empfehlenswert, der neue Neoplan. Den solltet ihr euch mal angucken. Und sonst, ja, würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge. Haben Sie hier auf diesem Kanal und damit verabschiede ich mich. Sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.